Die Nachricht, dass die Firma Huber Holding Interesse an der Harder Firma Wolf hat, ist erst einige Minuten alt. Marianne Pfeiffer ist Betriebsrätin der Firma Wolf. Frau Pfeiffer, wie nimmt man die Nachricht im Betrieb auf? Ja, also wir sind vor einer Stunde informiert worden, also vom Dr. Grosnick. Und ja, es war, also wir sind eigentlich schon positiv, dass da sich eine einheimische Firma uns oder halt einen Teil von uns übernimmt. Dr. Grosnick hat gesagt, er übernimmt von uns die Strickerei, die Färberei und die Ausrüstung. Und da sind eben auch also einen größeren Teil der Mitarbeiter, die er also übernehmen möchte. Wie geht jetzt die Information im Unternehmen weiter? Wie schaut der Fahrplan aus, so wie ihr das als Mitarbeiter mitkriegt habt? Es findet morgen um 11 Uhr findet eine Betriebsversammlung statt und da wird allen Mitarbeitern mitgeteilt, eben wie die Lage jetzt ist und auch die Pläne. Und ja, ich denke, dass auch mit den Mitarbeitern dann anschließend Gespräche geführt werden. Der heutige Donnerstagnachmittag ist ja grundsätzlich anders als die letzten Tage, die letzten Wochen. Ungewissheit hat vorgeherrscht. Sie als Betriebsrätin, als Fels in der Brandung, mit welchen Problemen, mit welchen Fragen sind Sie konfrontiert worden? Ja, der Konkurs war eröffnet oder ist eröffnet und das hat dann halt einfach eine Zeit des Wartens begonnen und die Nerven sind jetzt schon ziemlich blank gelegen, weil die Mitarbeiter einfach wissen wollten, wie es weitergeht, dass auch jeder für sich selber organisieren kann. Das, die Ungewissheit war schon schwer erträglich jetzt in den letzten Tagen. Was ist Ihr Wunsch fürs Wochenende, wenn die Verträge unterschrieben werden? Ja, wieder einmal entspannen und einfach der Zukunft entgegenschauen wieder. Wir drücken die Daumen, danke.